Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend. Aber nicht mehr schau. Ich bin einfach mal und begrüße euch mal wieder unfassbar unverständlich zum nächsten Kampf in der SML. Moin. Und natürlich bin ich nicht alleine. Der gute Karma ist auch wieder mit dabei. Hi. Du musst immer fast lachen, wenn du das sagst, deine Anmerkung. Ja, ich weiß. Ich bin unfassbar lustig und so. Ja. Ja, dann würde ich sagen, reden wir mal über unser heftiges Team, was wir da jetzt dabei haben. Willst du anfangen oder soll ich? Ja, fang du an. Okay. Und als erstes haben wir dann unser Swoobat, mal zum ersten Mal dabei, der mit den Moves halt alles normal effektiv hitten kann. Also es ist nichts groß spektakuläres Set, es ist einfach ein normales Swoobat, muss man gerade glauben, nicht allzu viel zu sagen. Oder weil er den zu flunky war. Ja gut, wir haben erstmal tolles Naming-Theme, ne? Ja. Was hatten wir? Das ist Symptome von Schlaganfall. Ja, wir spielen gegen Symptom-Schlaganfaller. Bester Name. Ja. Und ja, da haben wir jetzt die Kopfschmerzen, weil der haut mit seinem Kopf auf dich drauf und dann kriegst du Kopfschmerzen. Ja. Ja, okay, der soll so ein bisschen die physischen Mons checken mit Rest und Chesto, dass wir den auch mal hoch wieder kriegen, ein bisschen rumtoxigen, Rocks legen und ansonsten mit Iron Head mal draufhauen. Jo. Das ist eigentlich und der ganze Plan. Wir haben ja noch ein bisschen den Split hier, willst du auch noch kurz machen oder? Warum der? Ich hoffe. Also die 16 Attack ist, dass wir auf jeden Fall von Voll KP Kangamans abbrechen. Die Death ist halt das Restliche, was übrig geblieben ist. Und die 48 Spitter weiß ich nicht mehr. Muss nachgucken. Achso, das war, dass Totok uns nicht two-shottet mit Scald, ja. Wenn er offensiv ist. Ja, unbedingt. Ja, dann kommt hier Übelkeit, deswegen auch Shiny, einfach nur um so mal ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Der fast alles im gegnerischen Team irgendwie, auch nur, wenn er auch nur minimal checken kann. Also, Kangara macht da außer Outrage nicht viel. Flunschlick, okay, für Flunschlick haben wir noch einen anderen Clean-Check, aber okay. Der beste Move von Rosea, wenn die Matschbombe, die nichts macht, die durch Bulletproof mit abgefangen wird. Genauso wie der Fokusstoß von Jungblut. Schnurgas kann Play Rough, okay, aber. Und da haben sie noch Gladianti, die auch von dem Ding gecleancheckt wird. Ja. Haben wir eben Drain Punch, Drain Tail zum Attacken und zum bisschen Pseudo-Hazen. Toxin für Sachen wie Totok oder diverse andere Monster, die reinkommen. Und Protect, falls du mal irgendwie ein Outrage von Kangama scouten will oder so. Hey, wir sind eklig. Toxic Protect. Ich hasse es. Schau ich definitiv nicht den Kampf gegen Drake in der UDT an. Ja, okay, guck den an. Okay, wir haben als nächstes haben wir Taplerang, wieder Offensivweste. Wir haben 132 Attack für den Tool auf Kangama mit Drain Punch. Den Rest in Spezialangriff, das ist unser Clean Check gegen Stunfist, weil der macht absolut gar nichts dagegen. Und generell tankt er so ein bisschen, der face so ein bisschen, der turnt ein bisschen rum. Halt dies, das, was halt Taplerang so machen soll. Soll ein bisschen Damage drücken. Soll so ein bisschen das Totox kehren. Genau. Ja. Dann haben wir Schwachverlust, das Makro. Der mit. Der Speed ist jetzt nicht groß kreativ oder so. Aber mit dem Speed können wir mit Rotom Speed haben, sind schneller als Kangama, was ganz cool ist. Haben wir Brave als Attacking Move, weil es halt der beste Attacking Move ist. Sucker Punch hat es jetzt irgendwie im Endeffekt nicht so geil angeboten. Hätte man zwar noch spielen können, aber eine Two-Wave für Sachen wie Kangama oder Jungblut oder sowas ist halt auch ganz geil. Dann noch Roost und Defog. Defog, weil wir noch keinen D-Hazard da haben und wie soll man sonst denn? Ja. Und Roost halt, damit er sich wieder hochheilen kann. Und dann kommt noch das letzte Mann. Ja gut, wir haben noch Schüttelfrost am Start, auch zum ersten Mal. Und zwar hat er also seine ganz simple Aufgabe, dass er einfach draufhauen. Und Mensch, werden das gedacht, Alter, mit Choice Specs 252? Nein. Genau, also wenn Totok weg ist, können wir eigentlich so gut wie Braindead Ice Beam spammen die ganze Zeit. Der soll auch mal offensiv in Roselia reinkommen, wenn der uns lieb hat. Trotzdem ja. Vor allem, wenn das Ding einmal Sleep Powered wird, dann kann der. Jetzt bin ich raus, Alter! Du bist auch kacke, Mann. Ja, sorry. Ja, so, das ist ja einfach. Wir spammen einfach Braindead Ice Beam, wenn Totok weg ist. Ansonsten können wir einfach mal Thunderbolt drücken. Und wir können offensiv in Rosea rein, wenn der Sleep Powered drückt. Jo. Würde ich mal sagen, schalte ich den mal schnell an. Das
was wir hier direkt mal anfangen können. Das ist noch ein anderes Dorfliga-Team. So. Und ich würde einmal sagen. Warum spielen wir eigentlich kein Play auf Murkrow? Können wir drauf machen? Was? Wir machen jetzt den Foulplay auf Murkrow. Wir machen jetzt den Mindtube so nochmal schön über Steambuilding drüber gehen und okay. Was anderes vorschlagen. Sollen wir wirklich Foulplay drauf machen? Live-Teambuilding, Alter, da sehe ich mich. Na gut, da machen halt gegen Osea nichts, ne? Aber eben, also in welcher Nähe. Na gut, da will halt nicht drin bleiben. Will der drin bleiben? Eigentlich nicht. Wir machen halt mehr gegen andere Sachen, ne? Wir machen mehr gegen Kangama. Ja, können wir machen, wenn du willst. Wir müssen halt aufpassen. Ne, komm, wir lassen Bravebot, weil dann können wir Jungblut killen. Das können wir okay, ja sonst nicht. Ja. Der Setup sich sonst blöde. Das will ich auch nicht. Gut, wir lassen. So, okay. Dann Lego. Dann gucken wir mal, was so abgeht in den Kampf. Ich bin wieder richtig angespannt aufs Neue. Ach, du auch. Ja, Mensch. Wie kommt denn sowas? Mensch, das Eis der Narzisst. Und der Narzisst eigentlich, aber das war jetzt halt nicht angezeigt. Das sollen die mal annehmen, Mann. Machen jetzt ihre Anmod. Ja, jetzt erst. Jo, was hast du dir heute bei mir jetzt so zum Mittagessen? Ja, auf jeden Fall der gute Content in deinem Video. Ah, okay. Also. Okay, die haben Golddark mit. Und die haben Flunschlik mit. Und Puakli. Oh. Okay, ja. Aber, wait, die haben Junghut nicht dabei. Okay, ja. Und auch kein Maritalit. Kein Flat, auch nicht dabei. Der Diantri ist auch nicht dabei. Aber jetzt nur kurz damit, weil wir ja vorhin noch so geredet haben. Ich weiß nicht, ob du vorhin nachgeschaut, aber ja, Paraktik kann Defiant, also. Ja. Freies Feld aber für Geradax Isa. Ja, wir so müssen aber auch mit Bedroher von Dings, ja, ne? Wobei das halt dann nicht direkt auf plus 3 gehen lässt. Ja. So, sollen wir dann ein Stück aufliegen? So wie, ich glaube, letztes Mal haben wir es auch gemacht. Was? Ne, ich könnte mir vorstellen, dass die entweder mit Flunschlik oder mit Rosea liegen. Ja, gegen Rosea gehen wir dann Ridge Eyes und gegen Flunschlik gehen wir auf Drain Punch. Ja, das wäre eigentlich eine Idee. Ja, also jeder Klaus. Jo, wir können mit dem anfangen. I guess. Jo. Bin gestern mal gespannt, ob der Kampf wieder so lange dauert wie letzte Woche, wo, glaube ich, allen die Kampfaufnahmen 45 Minuten oder so waren. Ja, wenn man die lang überlegt manchmal. Ja. Ja, vor allem am Ende halt dann, wo man noch irgendwie überlegt, ob man es irgendwie rumreißen kann. Ne, wir haben einfach nur überlegt, wie wir den Toxic, wie wir den Life Upstoren können. Ja. Ja, hoffen wir, dass es diesmal besser läuft. Irgendwie. Golddark, warum haben die Golddark mit? Das interessiert mich. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht mit irgendwas hier in den Rain setten wollen. Obwohl, nee, sie haben noch nicht mal Swiftstorm, oder? Hat es nicht Swiftstorm? Ich glaube auch, nee, ich glaube einfach, dass die versucht haben, gegen unseren Rain Wolke 7 einfach zu spielen, oder? Das kann sein. Obwohl Swiftstorm dann genau das gleiche eigentlich hier springen würde. Also die haben auch keinen Totak mit, ne? Wait. Ja. Lol. Stimmt, das kann sein, dass die einfach gegen das. Oh, hätten wir doch Choice Band Kamein mitnehmen können, scheiße. Wir hätten so, ja. I guess. Mit Head Smash. Ja, guter Head Smash. Ah, ich soll jetzt mal was machen, Mann. So, okay, was ging hier rein? Kanga, okay. Kanga gehen wir direkt in Medieras oder? Kanga Maroon 5. Da muss ich eigentlich schon gleich wieder los. Gut. Was könnte der tun? Ich würde schon sagen, wir werfen jetzt einen Murkrow rein, oder?
Absolut. Der Tank. Erstmal, nee, oder nee, erstmal. Erstmal, ja, vielleicht die Amore eigentlich. Ich würde schon auf Akamo gehen. Da ist ja. Ja, einfach Akamo. Gut. Wish, okay. Ist das Toxin? Wobei, die Sache, wie sollen die jetzt reinkommen? Das ist eigentlich Hosea ja jetzt. Hosea oder Rotom werden jetzt reinkommen? Sollen wir einfach Dragon Tail? Hosea oder Rotom? Sehe ich als einzige reinkommen. Weil alle anderen müssen Angst vorm Drain Punch haben. Mhm. Ich sehe noch am ehesten Rotom. Ja. Sollen wir dann Toxin oder Detailen? Das ist jetzt wieder schon. Wir können erstmal Dragon Tail. Wir verlieren nicht so viel. Ja. Und Rosea würde ich nicht ganz so free kommen lassen. Ja. Eben dann Dragon Tail. Genau. Mal schauen, was da jetzt von denen so kommt. Weil es halt echt nicht der, wenn jetzt plötzlich so direkt so Bandit Out. Aber ja, Bandit Out entschied eh schlecht. Und vor allem mit Dragon Tail, die neigen wir auch den. Den Wish jetzt. Unfassbar wichtig. Ja. Mensch, das war ja richtiger Fuchs-Play von uns. Richtig outplayed einfach. Mastermind-Play. Na klar. Haben wir alles bedacht im Teambuilding. Ja, eben. Sagen jetzt nicht irgendwie hier, oh, ja, egal. Ja, okay, dann haben wir schon mal Damage auf den. Fuck. Bitte Poison. Wow. Alter, die Schnurfreude stirb ich immer voll geil. Dude, das ist absolut. Absolut das Schlimmste, was da hätte passieren können in den ersten Runden. So, protecten, um einfach mal zu scouten. Oder Drain punchen direkt. Wie viel macht ein Player von dem? Das ist schon wieder absolut Cancer. Dieser Text Poison Point, Alter. Wie fährt denn also Chance 30%, 20%? Wie wahrscheinlich ist das denn? Kann ich ja nicht beantworten. Ja, vor allem, dass dann auch noch das reinkommt. Ja. Passiert, ne? Warte mal. Ey, es ist so lachhaft, ne? Ey, warte. Der Playoff killt uns nicht. Drain Punch macht halt viel. Wie viel? Will das aber. Killt ihr nicht sogar? Nee, da macht 65 bis 77. Okay, sollen wir einfach in Mobile? Playruff macht 63 bis 74. Mobile wenn der Rocken? Live ist. Hm? Mobile und Rocken? Ja, wir müssen. Also der hat Safe Defiant, wir wissen das jetzt auch. Also es ist nicht, dass wir absolut ohne Plan da reingehen, aber was wollen wir tun? Ja, und vor allem selbst mit Defiant macht er uns halt nichts auf Mobile. Ist halt die Sache. Ja. Weil hat er auch Thick Fat. Ey Mensch, die Feind, wer hat denn das getan? Oh lol, XDD, krank. Jutta, da hat er uns aber geplayt. Alter, Mensch, der Damage war immer richtig krank. 6% Junge, das ist bestimmt scheiß Bild. Jetzt am Ende ist es so exakt die Roll, die wir mit irgendeinem Move brauchen, um uns zu zuschotten. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Ja gut, Turtok ist nicht dabei, von da ist es schon mal Wurst. Hä? Turtok ist ja schon nicht mal dabei, von da ist es ja egal. Ja, aber irgendwie so Specs Rotom oder sowas. Shadow Ball? Sun Fist Kings of Leon, ja! Ja, aber Sal ist halt gegen Sun Fist gegen halt sowas von cleanen Electros. Der wird jetzt Rocks legen, oder? Was? Der wird jetzt Rocks legen, oder? Ja, aber wir gehen eigentlich cleanen Electros gegen den. Wir können die Rocks eh nicht verhindern. Oder sollen wir selbst rocken? Ja, doch, lass selber rocken, oder? Nee, dieser eklig. Na, die werden die Chance aber nutzen, oder? Die können dann jetzt auch EQen und ich will eigentlich keine EQ fressen. Das ist halt richtig, aber. Gegen wen werden denn die noch Chancen kriegen? Ja, klar. Zu rocken, safe zu rocken. Das sind ja keine Hinterwälte. Ja. Die werden, gegen Legiras werden die. Die werden jetzt rocken, safe, komm, wir rocken auch. Ah. Wenn die EQ, dann geht's auf mich. Okay.
So, und jetzt Electros. Ja. Jan? Jan? Wait. Wir hatten auch so eine kleine Diskussion, oder? Also mal für die Zuschauer, wir hatten überlegt, ob wir einen Cheater mit Jorn mitnehmen. Einfach nur fürs Bitchen-Mod. Einfach nur um gegnerische Bitches zu forcen. Jetzt sowas, Alter. Die nutzen unsere Taktik gegen uns. Fuck. Wollen? Ja. U-Turn, oder? Ja. Wollen wir U-Turn und... Dann je nachdem, was reinkommt. Na, der wird nicht rausgehen, denke ich. Oder? Nicht. Ich denke mal, der würde jetzt Lichtkanonen hören. Okay. Mit der Erdbeben drücken. Aber ich will jetzt halt auch nicht sleepen, ne? Ne, ich auch nicht. Das wissen die ja auch. Dass wir das nicht wollen. Ja, aber komm, wir drücken U-Turn, oder? Ja. Vielleicht gehen sie raus, jetzt irgendwie so Rosea, dass wir jetzt einfach free in Kramux sehen können oder so. Hm. Hätt. Du bist der gegnerische Dummheit ist immer der Play. Okay, bleiben drin. Ich mag diesen Talk, ich mag diesen Poison auf Akamo gerade so gar nicht. Nee, ich auch nicht. Was will denn da jetzt kommen? Was will denn der gegen Electros drücken? Frag ich mich halt gerade. Ich könnte mir vorstellen, dass die predict, dass wir rausgehen mit U-Turn einfach. Ja, aber ja, aber wir haben ja ein paar Sachen, die fliegen. Ja, aber die sind eigentlich nicht die Plays, ne? Das schon irgendwie. Aha, Camo. Aber wir können halt immer nicht, wir können ja nicht safe Drain punchen und ich will ihn jetzt nicht low gehen lassen. Mhm. Diese scheiß Poison, Alter. Die ist richtig nervig, Mann. Aber mal for real. Wie die einfach instant triggert. Das ist ja lachhaft. Das sind 30%, ne? Ich bin halt irgendwie, ich hätte gerade Bock einfach in Redress zu gehen und Ice Beam zu klicken. Boah, ich will aber jetzt keine Metallklaue oder kein Erdbeben oder so haben. Die gute Metallklaue. Ja, nicht klar. Ich nehm die aber zurück. Was machen wir jetzt? Sag mal so, auf die beiden fliegenden Pokémon wird hier schon ein Roost. Sollen wir Murkrow gehen? Ja, kann man machen, theoretisch. Da kommen wir halt durch Boots kommen wir halt safe rein. Kann defoggen, dass wir Rocks nicht auf unserer Seite haben. Und mit Roost hier auch scouten. Ich will in Murkrow gehen. Ja. Ja, okay, können wir machen. Oh. Alter, wie du einfach klickst. Easy, man. Na klar. Ich würde sagen, die folgen wir einfach mal. Und halt, was halt dann reinkommt, falls nicht Rotom reinkommt, können wir halt dann T-Waven. Ja. Also, die folgen. Oh, was wollen die denn hier reinwerfen? Eigentlich wollen die doch nichts reinwechseln, oder? Rosea. Die wollen doch nichts hier reinwechseln. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas hier wollen. Also, die müssen... Ich weiß nicht, ob die jetzt einfach auf den Jorn gehen, aber was sollen wir gerade gegen machen? Oh, der Gainer ist ja gerade echt nicht geil, ne? Ist er nicht. Wollen wir erst defoggen und dann in Regice gehen oder so? Ja. Aber das Regice ist halt auch wieder doof. Der wird dann wahrscheinlich wieder rocken, wenn wir defog gedrückt haben. Ja. Aber weißt du, weil wir das mit Murkrow nichts gegen machen. Dann ist halt die Frage, wie viel macht ein Ice Beam von Regice auf Stunfisk? Ja, kommt aufs Set auf dann, ne?
Weil der ist halt Galar-Stunfisch ist halt, wie seid ihr physisch? Okay, wait. Hangama. Sollen wir T-Raven direkt? Okay, der könnte auch wieder Dings drücken, ne? Wish. Ja, dann T-Raven aber einfach. Oder? Lass mal deine maxen. Ja, let's go. Nee, ich will's eigentlich clean T-Raven. Ich mach den geT-Raved. Oder, ja. Okay. T-Wave ist draußen. Double Edge. Okay. Nicer Play von uns. Wieder mal am Start. Muss so. Wait, wie viel... Wait, also der Kill war wahrscheinlich safe gerade, würde ich auch mal sagen. Der hat Lefties. Der wird wahrscheinlich Full Attack, Full HP sein. Wie viel macht der Ice Beam von Red Jazz? Warte mal, ich guck mal nach. Erwarte ich gerade auch. Der muss nicht mal Element sein, der muss nicht mal Attack haben, glaube ich. Ja. Hat selbst mit 0 killt das. Also wenn der Silk Scarf ist. Ah nein, der ist ja nicht Silk Scarf. Der ist nicht Silk Scarf. Ja, der wird schon Attack haben, ist normal. Ja. Warum haben wir das getan? Weil du mich als Teammate hast und ich immer gerne mal irgendwas abwerf. Was wir noch mal brauchen kann. Nice. Ja, Ice Beam macht ohne KP ja, 68 bis 81. Ah, okay. Dann Double Edge macht irgendwie bis zu 50. Akamo. Okay. Oder wollen wir wieder Rocks legen? Können wir auch machen. Wohl ja, können wir eigentlich machen. Okay. Ein Rocken und dann, wenn Sunfisk oder so drauf reinkommt, gehen wir in Electros direkt. Weil er will dann erstmal auch rocken. Mhm. Aber die Sache ist, wie kriegen wir Sunfisk rausgefaced? Muss mal gucken. Na komm, wir legen jetzt erstmal Rocks. Ja. Oder? Das ist crappy. Was? Haben wir doch Brick Break auf Mauer spielen sollen. Wait. Wow, echt? Seit wann wird Intimidate bei Scrappy ja nicht mehr? What the fuck? Was zur Hölle? Hä? Was zur Hölle? What? Hä? What? Das wusste ich zwar nicht. Und das steht auch nirgendwo. Wait. Also steht's wirklich nirgends? Nein! Hä, hey, what the fuck? Nein, steht nirgendwo. What the fuck? So wieder da. Hä? Das verwirrt mich übel hart gerade. Mich halt auch. Aber soll man jetzt halt nicht groß von ablenken lassen? Was machen wir jetzt? Schlüpfrost oder Schluck auf?
Achso, seit Gen 8, ja moin. Macht auf jeden Fall Sinn. Schildforst und Fokus blasten. Fokus blasten, ne, oder? Ja. Ja, ist auch wieder. Meh. Oder halt irgendwie Eis. Können auch Elektros wieder gehen und dann einfach mal Drain Pump. Können wir auch machen. Außerdem ist jetzt ja wieder so ein Kackjorn, aber dann liegen halt auch keine Rocks, dann können wir jetzt rumswitchen so lang. Ja, also die können halt auch nur defoggen für Rocks. Also ja, wenn die das weg haben wollen. Oder rein mit. Ja, also Elektros, let's go. Oder? Ja. Ja. Okay, Rocks. Dann Drain punchen wir jetzt. Jupp. Übrigens, lustig ist, dass diese 8% bei mir eigentlich, die 92% bei Sunfish, das wäre echt lustig, dass die jetzt einfach jetzt schon so gefühlt die ganze Zeit einfach dastehen. Ja. Davon, weil der halt kein Safety, weil er keine Lefties hat. Er kriegt immer schön saftige 4%, wenn er reinkommt. Krank. Ne, es war U-Turn-Damage vorhin. Achso, warte mal. Hat der. Ach ne, der ist auf unsere Rocks reingekommen. Okay. Kann gar mal. Nice. Weg mit dem! Alter, Crit. Da kommt der Poison Point zurück, Mann. Alter, das tut mir ein bisschen leid. Ich weiß, das hat bestimmt gemattert. Hey, was glaubst du, uns halt schon der Poison Point hier abgefuckt hat von dem Bleis Rosea? Wir tun trotzdem Hex leid. Ja. Bisschen. Also auf der Ladder nicht, aber. Den liegen schon. Belettert auch schon. Echt? Ja. Okay, das ist gut, dass er weg ist. Das ist übel wichtig. Ja, das ist halt echt gut. Wobei mich halt lieber wäre, wenn Sunfisk weg wäre. Aber egal. Ja. Hauptsache ist überhaupt was weg. Rosea fuckt mich mega ab gerade. Ja, same. Aber das wünsche ich eigentlich halt so am meisten. Okay, Rosea. U-Turn in Regice, oder? Oder in Swoobat? Swoobat kann doch ziemlich viel machen jetzt, oder? Theoretisch ja, aber das, da ist immer noch dieses Schnurrgast mit Sucker Punch. Wir haben Kurve, ich muss gucken, was das macht. Und wir würden jetzt rein switchen, heißt, es ist auch nicht garantiert, dass du nur mit 75% auch dasteht. Dass du noch mit 75% dasteht. Muss ja, dass der auf 50 oder so runtergeht, wenn jetzt das Dutchbomb oder so kommt. Das ist halt kein Work. Ja. Na gut, der hat auch Knockoff. Der könnte Knockoff haben. Wir können auch theoretisch das Rosea erstmal Knockoffen. Und schon was passiert. Dann kriegen wir zwei Lagen Toxic Spikes, das will ich auch nicht. Ah, ich war wieder. Jucken die uns groß? Wir haben nur einmal was davon affected wird. Von T-Spikes. Wollen wir U-Turn in Regice? Können wir auch machen. Komm, wir machen das. Jetzt hau. Oh, normale Spikes, okay. Okay, ja. Dann. Wollen wir Regice trotzdem? Oder wollen wir jetzt in Dings? Können wir auch machen. Wir waren ja gerade langsamer. Ja, also, Swoobit ist ja mal übelst geil jetzt. Wir können jetzt halt direkt einfach eine Psyche reinömmeln. Ja. Richtig schön die Psyche reinlunzen. Ja, so muttert. So, sollen wir kommen oder Psychiken? Denkst du, der Egel sahmt uns? Will der drin bleiben? Wir können auch Psychiken einfach. Wir können einfach Psychiken. Willst du Psychiken oder willst du Heatwaven? Ich würde Psychiken, weil wir damit einfach die meisten Mons
guten Schaden drücken und ich glaube, Sunfist kriegen. Aber er kann dann yawnen, wenn wir ihn gegen ihn setupen. Wir können, können dann einfach Heatwave auf Sunfist drücken. Ja, dann lass Heatwave. Wie macht Heatwave auf Sunfist? Sag mal so. Ja, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber komm, wir Psychiken erstmal, oder? Jo, dann lass erstmal Psychiken. Rotsam, okay. Also. So, jetzt ist Fall, ist jetzt gescarft, ne? Ja. Kann man auf der Offensive oder Defensive ist. Wollen wir in Hakamo? Weil ich will jetzt nicht so viel Damage. Ich will erstmal wissen, ob der Offensive oder Defensive ist. Kann ja auch sein, dass es irgendwie Fist-Def, irgendwie Defensive oder so ist. Ich guck nach. Ja. Du, ich guck nach, mein Junge. Oh, dann. Choice Backs, nochmal das Set. Au, der ist offensiv, definitiv. Okay. Der hat auch kein KP Investment. KK. Ja, wollen wir in Hakamo? Der kriegt keinen Damage von Shadow Ball und. Ja, kann man machen. Kann man sehr gut machen. Ich will wirklich nicht unser Elektros zu sehr anchippen lassen. Ja, der ist auch wichtig, der Junge. Na, sie Schüttelfrost. Also lieber kann erstmal den Damage auf Mobile und Hakamo bekommen. Ja. Okay, ja. Und was geht da jetzt? Wieder ein Roselia. Aber wir sind doch schneller als Roselia, oder? Ja, aber was bringt's uns? Aber wir haben ja Dragon Tail. Soll ich mal Sunfist gehen? Das ist komplett random. Ne, die werden in pure Ugly gehen. Und einfach, den alten einfach keinen Blayruff drücken, sondern einfach Fake-Out, nicht Fake-Out, einfach so Kratzer. Silberblick. Boah, nee, den fände ich nicht so geil. Wäre unsere Death-Runde, Alter. Ist ja mal mega kontraproduktiv. Ich guck mal, wie viel unser Red-Jice gegen das Ding macht. Pur ugly. Können wir uns mal tun, wir müssen mal drüber reden, dass Kramux gefühlt, dass Kramux Input in dem Game einfach instant in seinem Combat tot ist. Rocks liegen ja, wieder, ja. Das T-Wave Demon ist down. Ja, hat effektiv jetzt aktuell nichts Kramux gemacht. Kramux hat zwei Sachen gemacht: T-Wave und hat Kagama Recoil gegeben. Und der hat gedefockt einmal. Oh ja, Alter, der hat schon mehr gemacht. Da fehlt ein AP von Sunfisk. Der hat schon mehr gemacht als Medivh im ersten Kampf. Bin schon mal stolz auf den. Auch wenn wir wieder absolut lost waren. Was haben wir denn gemacht? Was hätten wir denn reinwerfen sollen? Oh ja, wir hätten hier schon Medivh sehen können, weil der dann jetzt einfach so komplett tot. Wir haben noch unser. Wir haben doch Flunkiefer dafür. Was ja. Machen wir denn? Fett Scheiße spielen. Hilft uns Medivh jetzt noch? Wollen wir den noch aufheben? Theoretisch ja, aber die Sache ist halt, na, hat der jetzt so den Input? Ja, okay, wir können das ja echt theoretisch abwerfen. Weil ja. Ich Damage von Golduck will ich jetzt eigentlich auf Kaimon fressen. Und danach können wir halt dann safe ins Sub da rangehen. Kann der sich boosten, Golduck? Der kann Core minden. Ich will einfach auf Drain Punch gehen. Okay. Ich mag Sunfisk nicht. Bleib ich bei. Haben wir nicht damals im Teambuilding gesagt, der macht doch gar nichts. Ja. LOL. Okay, Aki war es jetzt auch nicht, aber bringst du mal live auf deine Spitzen Drain Punch auf den drauf. Easy. Klar, ja. Ab geht's. Oder wollen wir in Morwell gehen und den uns als Sack aufheben? Aber nee, dann kriegen wir noch. Warum sollen wir es tun? Dann kriegen wir eh wieder nur einen Freeze, weil wir irgendwas, random aufheben wollten, dann irgendwie. Stimmt.
Kann es nicht Aquajet? Weil sonst können wir einfach nachher jetzt ins Hubert gehen. Einfach wieder Psychiken. Ich muss gucken, wie viel Psychic macht gegen Golduck. Der sollte killen, oder? Jetzt haben wir nochmal Life Orb Damage, der dann 41. Okay, Raindance. Wobei jetzt eh durch den nächsten. Lol, wir haben den gekrittet, dadurch verreckt er durch den nächsten Life Orb Damage. Outplayed, Leute. Alter. Ey. Alter. Was war denn das jetzt gerade? Oh mein Gott, Junge, das ist so eklig mit ihm. Ja. Deswegen gehen wir jetzt Electros? Ja. Nee. Oder? Na, Electros. Der gewinnt gegen drei von den Monstern, die jetzt noch da sind. Aber dann kriegen die noch eine Lage Spikes, wenn die in Rosea gehen. Ja, wow. Was bringt's denen, wenn wir nach wieder in Subert gehen oder so? Das einzige Mon, gegen das wir mit Electros rausgehen müssen, ist Rotom. Schnurgast meine ich. Rotom knockoffen wir und gegen die beiden, Rosea auch. Schnurgast gehen wir gegen Schnurgast raus. Ja. Wenn wir den wegkriegen, ist doch mega nice. Vor allem übrigens bei, was ich ja geschrieben habe, Drain Punch, beim zweimal Drain Punch oder so geklickt oder dreimal und zweimal davon gekrittet. Wir sollen einfach Drain Punch spielen. Also Electros, oder? Ja. Okay, Stunfisk, Drain Punch, go. Drain Punch it in, man. So, nochmal kritten, oder? Okay, schade. Pain Split. Wollen wir den knocken? Können wir machen. Aber nur mal wissen, was der so für ein Item hat. Warte mal, hat er schon irgendwas wie wir? Nee, der hat noch nichts wie wir, deswegen. Knockoff, let's go. Ockerberry, okay, der wollte wahrscheinlich nur nicht so heavy von Krejcita fressen. So, jetzt. Zubat. Oder? Jo. Oder? Weil nach der Runde jetzt, also der macht uns keinen Damage, mit dem Moves, der jetzt hat. Nach der Runde ist der Regen weg, heißt uns die Heatwave macht wieder Damage. Let's go for Zubat. Der ist halt super wichtig. Ja. Denkst du nicht, dass die jetzt denken könnten, wir gehen jetzt ins Hubert, gerade deswegen und irgendwas drücken, was doof ist für uns? Mann, ich weiß doch auch nicht. Was willst du stattdessen machen? Was willst du stattdessen machen? Red Rise einfach mal Icebeam klicken? Ja. Wir kriegen einen Kill dann. Wir können Free Ice Beam, krank. Ja, stimmt eigentlich. Let's go for it. Let's go for Red Eyes. Warum hast du nicht U-Turn gedrückt? Ja, ich bin kacke. Ah ja, der kranke Damage. Junge, so. wir haben den absolut geplayed gerade. So. Los, Ice Beam mit in. Let's go. So, okay, was wollen sie abwerfen? Jetzt soll er an meinen Schnurgast gehen. Dann macht Red Eyes noch 4 Kills, fertig. Leute, nein! Da leben wir easy. Der Tandy haben wir richtig weg. Wir haben einfach nicht kein bisschen Spätzle für den Best, aber halt 436 Spätzle. Dann einfach nur, wie viel ist das? Nur 56 mehr Spätzle-Tag als Spätzle, wo wir halt mit dem Gespex sind. Ey, das ist so krank, wie viel Spätzle das Viech hat, ne? Jetzt Rosea. Oder? Nein, es kommt Poagli kommt. Na klar. Schnurf an der Stelle. Der ist ein insane Name. Ja, wir verlieren jetzt eh, wenn wir in Rocks reinkommen. Und also in Rocks und Spikes. Heißt, wir müssen jetzt eigentlich abwerfen. Danach gehen wir in Kopfschmerzen. Ja. Ice Beam Go. So. Dann gönnen sie jetzt mal ein bisschen Kopfschmerzen. Würde ich mal sagen. Iron Head einfach. Einfach Iron Head. Okay. Iron Head it in. Hau dir den Eisenschädel in die Fresse. Wir raten Rotom noch. Rotom hat für nichts mehr, oder? Ja. Ja, Rosea auch nicht.
Mir ist irgendwie das Layout an der Seite voll weird. Ich hab die irgendwie so ein zwei senkrechte Reihen und drei waagrechte Reihen. Das ist ja voll weird. Okay. Was für ein Bildschirm? Das ist nicht cool gerade. Das ist gerade nicht cool. Das ist gerade echt nicht cool. Und das ist halt safe schneller als Swoobit. Ist er nicht. Hey doch, wir haben Swoobit ja nicht auf den gespeedcreept. Wir haben ihn auf Hodom gespeedcreept. Ach ja. Ja, warte mal, auf was müssten die denn speedcreepen mit dem Ding? Na gut, das stimmt, dann ist das schnell. Mann, wir sind so lost. Verlieren wir das müssen, hätten sie, war kurz, bei uns wahrscheinlich... Aber das wissen die nicht. Das wissen die nicht. Ja, stimmt eigentlich. Ja, braucht den, bei uns fehlt Tiamo. Bei uns fehlt Tiamo. Heißt, die haben halt nicht arg viel Bulk drin. Aber die Sache ist halt, heißt... Leben wir denn... Plus 1 Sucker Punch. Kannst du. Ja, wir sind halt auf Half-Life. Nee, werden wir safe nicht. Nee, wir drücken Roost als erstes. Oder? Stimmt, können wir eigentlich natürlich machen. Warte mal. Mann, wir sind. Mann, sind wir kacke. Jungs, wir sind. Deswegen sind wir Liga 3. Patrick, genau deswegen sind wir Liga 3. Genau deswegen. Ich habe irgendwie so ein Intention im Teambuilding übersehen. Was eine Kacke. Wait, schau mal kurz, wie viel macht Schnurrgast auf Electros? Auf plus 1 mit Body Slam. Aber wenn der nicht killt, haben wir's. Der killt aber. Echt? Auf der Range. Also plus Rocks. Wir haben 79 plus Rocks sind 67. Ich mach Boys plus 1. Plus 1. Ne, der macht weniger. Der macht also, bis 58. Also gehen wir in Electro. Werfen wir jetzt. Wenn er kein Damage Boostes Item hat. Also hat kein Life vor. Ja, hat er auch nicht. Also werfen wir jetzt Mobile ab. Ja, komm, wir töten Rest, falls er irgendwas komisches macht. Ja. Lol. Oh, ich dachte kurz. Ich hatte kurz die Hoffnung. So, okay, jetzt Electros und Drain. Warte, ich guck nochmal, ob der ein Damage boostendes Item hat. Weil das hätte er ja theoretisch, hätten wir dann gesehen. Ja, das müsste ja Muscle Band sein. Ich tippe einmal drauf, dass sie wahrscheinlich eine EV haben auf dem Ding oder so. Stomping Tantrum. Ich sag EV. Stomping Tantrum gegen unseren Morweil. Hat er 53% gemacht, ne? Wait. Killed Knockoff? Wahrscheinlich nicht, oder? Von Electros. Weil die Sache ist, falls sie jetzt rausgehen, in Rosea oder Rotom? 35 bis 35. Okay, der killt dann nicht Perugly. Ah, scheiße. Wenn wir jetzt drin, Drain Punch. Wenn die rausgehen, Knockoff, ne? Ja. T-Bolden. Damit kriegen wir halt hier schon rot, aber Rosea kriegen wir damit auch nicht. Und der kriegt dann halt nochmal Chip Damage auf uns drauf, wenn sie in Rosea gehen. Hm. Weil dann halt der Boost weg ist, ne? Bei Perugly. Ja. Für Drain Punchen, oder? Ja. Bitte bleib drin. Bitte. Oh, warum ist das Endgame schon wieder so intens? Weil die ist ja noch intenser als das Mal. Die können jetzt einfach zweimal Shadowball drücken, wenn die Scarf-Rotom sind. Hä, der killt doch AV Zaplarang nicht. Ja, aber wenn der jetzt das abwirft... Ja, wir kriegen ja Drain Punch. Aber wir kriegen ja Drain Punch Recovery. Der killt ja nicht. Oder? Der killt bestimmt. Ja, klar killt er. Wait, die sollen jetzt in Rosea, die müssen jetzt, killt der wirklich?
Weil ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir jetzt in Rosea gehen, dann gehen wir in Fitiamo, können dann vielleicht noch einmal setupen und dann können wir den noch tanken oder so. Nee, du. Na, die können höchst hoffen, na, wir können nur hoffen, dass sie nicht Choice Craft sind. Aber die sind bestimmt Choice Craft. Warum sollten die es auch nicht sein? Boah, woher sollen wir wissen, dass wir nicht mit Subert Choice Craft sind? Genau, Choice Craft Subert ist ein Thing. 83 KP haben wir. Also Shadow Ball ist. Okay. Safe. B-Switch, lol. Ja, aber jetzt kriegen sie uns halt. Mit Rotom, oder? Wegen 2 Scheißprozent, ne? Wegen 2 Scheißprozent. Lass deine maxen. Was? Lass deine maxen. Nein. Ja, komm, Trick, Team World oder so. Ist ein bisschen wie auch Trick oder so. Boah, schon ja voll, wenn er auf U-Turn gegangen, weil dann hätte ich da Posea noch getankt. Und ich wollte ja nicht. Gehen die denn auf. Auf World Switch? Wahrscheinlich haben sie keinen besseren Move, keinen besseren offensiven. Vielleicht tanken wir ihn jetzt auch irgendwie. Too bad. Irgendwie tanken. Psychic. Nein. Ah, ja. Aber wenn wir nicht diesmal knapper als letztes Mal. Ah. Alter. Das war intens am Ende gerade. Jo, das war's mit dem zweiten Kampf und den haben wir jetzt auch verloren. Hey. Mann! Aber diesmal nicht so, wie so heftig beim letzten Mal. Ja, wir hätten es aber trotzdem gewinnen können. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's dann mit dem zweiten Spieltag im UET. Hoffe, hat es euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal und ciao.